Hallo und herzlich willkommen bei Beste Koch- und Backrezepte. Ich bin der Red und heute werden wir einen Becherkuchen backen. Dieser schmeckt nicht nur lecker, er ist auch schnell und einfach zubereitet. Dafür benötigen wir einen Becher Sahne, das sind 250 Milliliter. Diesen Becher verwenden wir als Maß weiter. Ein Becher Zucker, das entspricht 185 Gramm. Zwei Becher Mehl, 250 Gramm. Einen Esslöffel Backpulver, einen Esslöffel Vanillezucker, eine Prise Salz, vier mittelgroße Eier. Für den Belag zwei Becher Mandelplättchen, das sind 200 Gramm, einen halben Becher Butter, 125 Gramm, einen Becher feinen Zucker, 185 Gramm, vier Esslöffel Milch und einen Esslöffel Vanillezucker. Bevor wir mit der Teigzubereitung starten, heizen wir unseren Ofen auf 185 Grad unter Oberhitze vor. Wir beginnen mit der Zubereitung des Teiges. Dazu gebe ich die Sahne. Den Zucker. Den Vanillezucker und das Salz in die Schüssel. Habe die KitchenAid mit dem Schneebesen versehen und lasse auf kleiner Stufe alles gut vermengen. Nachdem alles gut vermengt ist, füge ich die Eier stückweise hinzu. Bisschen schneller noch. Gebe das nächste Ei dazu. Dann folgt das letzte Ei. Ich halte jetzt erstmal an, nachdem alles gut vermengt ist. Wechsel das Werkzeug verwende jetzt den Rührhaken . Nachdem ich das Mehl und das Backpulver vermengt und durch ein Sieb zugefügt habe, lassen wir alles gut miteinander verrühren. Nach etwa 3 Minuten ist unser Teig fertig. Das Backblech habe ich mit einer Silikonmatte ausgeschlagen. Wenn ihr anstelle von Backpapier eine Silikonmatte verwendet, müsst ihr darauf achten, dass diese für den Backofen geeignet ist. Jetzt geben wir den Teig auf das Backblech. Das Backblech hat hier eine Größe von 30 x 40 cm. Das verteilen wir noch mit so einer Teigkarte schön. Nachdem der Teig schön verteilt ist, wandert unser Blech für 10 bis 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen auf die vorletzte Schiene. Hier schon mal den Ofen öffnen und dann geben wir das Blech in den Ofen.
Das Blech befindet sich im Ofen. In der Zwischenzeit werden wir den Belag vorbereiten. Wir kümmern uns jetzt um den Mandelbelag. Dazu gebe ich erst einmal die Butter in diesen Topf und lasse sie auf mittlerer Hitze zergehen. Die Butter ist zerlassen. Es folgt die Milch, die 4 Esslöffel. Dann fügen wir den Zucker hinzu. Ja. Hohe Luftfeuchtigkeit, dass das immer schnell anbacken. Und den Vanillezucker geben wir mit dazu. Vermengen alles gut. Nachdem alles gut vermengt ist, geben wir unsere Mandeln hinzu. Vermengen alles gut, dass sie schön ummantelt sind von dem Zucker-Butter-Gemisch. Das ist der Timer für unseren Teig. Werde mal nachsehen. Oh, der kann noch ein bisschen. Noch so 2 Minuten. Wir nehmen schon mal unser Mandelgemisch von der Herdplatte. Der Teig ist vorgebacken und kommt nun aus dem Ofen nach 15 Minuten. Heiß, heiß, heiß. Wir rühren nochmal unseren Mandelbelag durch und geben jetzt alles schön auf den Teig. Wir verteilen unsere Mandeln erstmal schön. Nachdem wir den Belag schön verteilt haben, wandert unser Kuchen für weitere 10 bis 15 Minuten in den Ofen auf die vorletzte Schiene. Wir beobachten die Mandelschicht. Wenn diese goldbraun wird, ist unser Kuchen fertig und kommt aus dem Ofen. Die Zeit ist rum, unser Kuchen kommt aus dem Ofen. Er ist goldbraun gebrannt. Der Kuchen ist aus dem Ofen und kühlt für ca. 30 bis 40 Minuten aus und dann wird probiert. Der Kuchen ist fertig und abgekühlt und nun folgt das Probieren. Ich werde mal den Kuchen lieber aus der Hand essen. Ich habe den Kuchenboden bewusst dünn gehalten, sodass die Mandelschicht mehr zum Tragen kommt. Der Geschmack ist richtig lecker nach karamellisierten und gerösteten Mandeln. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Rezept mal ausprobiert. Wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Natürlich auch über einen Daumen hoch und ein kostenloses Abo. Bis dahin, euer Rett.